Invitatul de astăzi este Helmut Graf, este din Germania, tradus de Renate, bine ați venit, ne bucurăm să stăm de vorbă împreună despre acțiunile de introducere în mod clandestin a biblilor în România în perioada comunistă. Spuneți-ne despre Biblii. Despre cum ați adus Biblie, cum ați trecut de vamă cu ele, de graniță, de soldați, de grăniceri. Doar ce se poate spune, pentru că s-ar putea să fie din nou nevoie de aceleași metode, dacă vine din nou persecuție, Doamne ferește. Ja ich denke, das ist mittlerweile allgemein bekannt, denn wir haben genügend Autos verloren an der Grenze.

zu diesem Kreis gekommen. Jo, am Ajuns um 1970 Snowe, larges Kretscherk am fost Tine de Nou Speranataunche. Und meine erste Fahrt ist noch nicht mal nach Rumänien, sondern nach Polen. Shi prima eh Tour eh primo il drum nu a fost Romania, a fost in Polonia. und die ganzen Kontakte, die wir im Osten hatten, hatten natürlich Spitznamen, also Decknamen und wir sind dann immer zu den Wisenden gefahren im Osten von Polen. Și uh, numelele care am avut au fost, uh, uh, cum să zic, nu au fost numele nostru adevărat, am avut alt nume uh, și ne-am dus uh, cu asta la Polonia zu den Visa. Visenten, diese uh, tiere, visent. Ah, și ne-am dus <coughs> în Polonia la rațele. Uh, die gibt's ja da hinten, acolo sunt ceva rațe și pe ele le-am vizitat, locurile cu rațele. Ja, und die Literatur, die christliche Literatur, die hat dann jemand in der Nacht-und-Nebel-Aktion übernommen, wie das später auch in Rumänien ist. Und diese Bibeln waren russische Bibeln und sind dann nach Russland gegangen weiter. Und diese Bibli, die wir in Polen waren, waren russisch, die Polen in, in Russland Und zwar sind die auf folgende Weise darüber gekommen. Und zwar gab es eine Bahnlinie, wo die Endstation, der russische Endstation, also eine russische Bahnlinie, und die Endstation war in Polen. Sie haben -A, A in Russland in Polen. Und der Lokführer hat dann diese Bibeln in seinem Tender unter den Kohlen versteckt und, wieder, und mit nach Russland genommen. Și atunca biblile ierau ascunse sub carbonele care ierau pentru a merge, a prinde motorul la remorca și acolo au fost ascunse biblile și așa le-au luat cu trenul în Rusia. Also im Verhältnis zu dem, was die menschen im osten für eine gefahr eingegangen sind für ein risiko eingegangen sind da war das für uns wirklich wie offiziell ja auch angegeben urlaub ja <laughs> in auf cu pericolul care au avut oameni care trăiau în aceste țăr și duceau biblile mai departe ăla era mult mai mare pentru frații noștri uh, din țările comuniste decât pentru noi care veneam din vest și veneam ca în concediu ca turiști ce am fost, asta a fost nu așa mare pericol pentru am noi. Auf die Frage zurückzukommen, wir haben kleine Transporter gekauft. Ca să mai dau un răspuns la întrebarea dumneavoastră, Netz. am cumpărat mașini Netz, mici Netz, de des, transport. Und haben die dann, äh, einer aus diesem Kreis hat eine Schreinerei. Und der hat mit unserer Hilfe, ich war damals Student und hatte die Zeit, ihm auch zu helfen, die Fahrzeuge dahein, zu Wohnmobilen ausgebaut. Und mit dem Ajutor Nostro haben wir ein Studio gemacht, ein Student, und wir haben ein Team um des Tulsa-Ajut. Und mit dem Ajutor Nostro haben wir eine Maschine gemacht. Ähm, mich ähm roulotte mich roulotte ja a construit den und wir haben retouché ja da wir ja wie schon mal erwähnt aus dem kalten Norden kommen musste, mussten diese ganzen Wohnmobile gedämmt werden sie pentru que veniam din nordul frig in Germania haben Und wir haben festgestellt, dass Papier die beste Dämmung ist. Wir haben festgestellt, <laughs> dass Papier die beste Dämmung ist. haben dass die beste Bibel Und die Bibel haben wir dann halt versteckt in Fußboden, an den Wänden und unter dem Dach. haben dass und das Dach zum Beispiel, nur mal das zu erwähnen, wir mussten uns ja dann auch äh, Dinge einfallen lassen, die Verstecke zu öffnen, ohne dass das äh, zu sehen ist. Wir haben dann äh, das Dach zum Beispiel mit einem Scheibenwischermotor geöffnet und hatten äh, dann hinter dem Fahrersitz zwei Stromkontakte und haben Verlängerungskabel gehabt, wo wir den Scheibenwischermotor, der versteckt war, angeschlossen haben und dann mit Nägeln diese Kontakte in dem... Teppichboden getroffen und dann hat sich der Dach leicht gehoben und dann haben wir immer Frühstücksbrettchen dabei gehabt, die wir drunter geschoben haben und haben abgelassen, dass das Dach dann über die Frühstücksbrettchen mhm. gerutscht ist. Jetzt muss ich als Translatorin etwas mit Technik erklären. Wir haben versucht, die Sachen so zu machen, dass sie nicht gesehen werden. Wir mussten nur als Beispiel den Schlauch öffnen Cum, cum se zice, da, acoperișul, și am avut un motor cu care se. Pentru, cu ștergătoare pentru geamuri. Și acel motor am uh, aprins și prin el s-a deschis sus în acoperiș ceva ca să nu fie vizibil asta. Și am avut, da, așa uh, cum să zic, uh, pe ce se taie uh, din, din lemn și îi le-am pus ca să atindem electrica și le-am ținut acolo și totul era că erau lucruri care ne-a trebuit zi de zi, dar prin ele am ajuns în tavan la biblile. Sper că înțelegeți un pic ce a vrut să spună. Da. Ja. So sind wir dann halt in Osten uh, immer als turisten gefahren, și mit așa ne-am dus în ost totdeauna ca turiști și trebuiam să schimbăm banii în banii noștri din Germania, adică mărcile în lei. Nici grănicerii vameșii nu erau proști, nu căutau? Also 1980 bin ich das erste Mal nach Rumänien so genau. gefahren. <laughs> äh, oder waren Sie blöd? <lacht> <lacht> um mir noch so der Obseltspam des Primärdaten ja? Also, es steht mir jetzt nicht zu zu sagen, ob die Zöllner blöd sind oder nicht. Nur <laughs> Also, ich habe erlebt, dass die Zöllner tatsächlich von sage ich mal von Gott mit Blindheit geschlagen wurden. <laughs> Äh, am verkürzt Experiensa, also, dass wir Menschen intra de Verrat au verkürzt aufhört verkürzt den Parti aluidum ne sehr äh, orb. Ca nu Allerdings auch nicht immer, sodass auch unsere Fahrzeuge aufgeflogen sind. Also ich hatte zum Beispiel die letzte Fahrt, die stattgefunden hat nach Rumänien, haben wir ein Auto gebaut. Also äh, Danuto di una, che din macchine le nostre aufhört, gesite. Das letzte Auto, was wir gebaut haben, ist bei der dritten Fahrt aufgeflogen. Das letzte Auto, was wir gebaut haben, ist bei der dritten Fahrt aufgeflogen. Ich habe noch die zweite Fahrt gemacht. Um die, ich hatte damals die Idee, wir hatten auch Dachluken, Dachfenster. um das Fenster so ein bisschen Eisen zu machen ohne Versteck, nicht als Versteck. Um das Fenster, ein bisschen. Fenster Eisen. Eisen und die Zöllner kommen, oder sind damals gekommen mit einer Bohrmaschine und haben einfach Löcher gebohrt. Es ist auch nicht warm, weil die Maschine der Gaurit auch eine Gaura hat

și el a uh, făcut gaur lângă geamul la acoperiș. Un hat halt nichts am Wendelbohrer gehabt. Și nu a avut nimic ca în burghiul uh, să fie văzut ceva. Bei der dritten Fahrt, die aufgeflogen ist, hat er eben etwas weiter gebohrt und dann hat er Papier am Mendelbohr gefunden. Și geform. la a treia uh, călătorie care au făcut, unde el s-a dus mai adânc înăuntru, cu burghiul a fost ceva hârtie în Burghi Und Die Fahrt hat der Schreiner gemacht, wo wir die Fahrzeuge immer ausgebaut haben und der die gewartet hat mit seiner Frau. Și a jacaseca letorie a făcut dulghierul care sau templarul care a prelucrat rulotele și care le a pregătit și a făcut el călătoria aia cu Nevastasa. Die wurden in Rumänien inhaftiert, getrennt

de poliția și ascultat pe fiecare și au fost puse întrebări unul la altuia ca să le pui unul împotriva celuilalt, nu au avut, au putut să doarme, a fost o totură. Die Toilette war auch nur in Loch in der Ecke, im Boden. așa cum noaștem, din, uh, uh, din, închisorile române a fost o gaură în, în cameră, în spate. Und so haben wir erlebt, dass unsere Fahrzeuge immer kürzere Lebenszeiten hatten. Und wir waren auch nur ein kleiner Kreis aus verschiedenen Gemeinschaften, also aus der Kirche, aus der evangelischen Kirche wie aus Freikirchen. Wir haben nur eine Gruppe die und es war ja alles auch Privatgeld so dass wir überlegt haben wie es weitergeht und ob es überhaupt weitergeht weil wir hatten das das Gefühl dass die Grenzen im Osten immer dichter wurden wir haben also auch die ganze Nacht im Niemandsland gestanden zwischen den Ländern Mhm. Și noi am început să ne gândim cum să meargă treaba mai departe. Că am văzut că granițile uh, se închid tot mai mult și am stat și nopți întregi câteodată între granițile Și nu, nu ne-am putut mișcare aici încolo. Ia, yeah, în so am wir halt überlegt und überlegt und äh, waren schon dabei, uns aufzulösen, weil wir einfach keine Möglichkeit mehr sahen, äh, die christliche Literatur, also Gottes Wort, war noch weiter in den Osten zu bringen. Dann auf einmal war für äh, uns neu, von heute auf morgen die Grenzen auf. Äh, neun Jahre. gândit și am gândit și chiar am fost aproape să, să ne despătim, țim să oprim lucrarea aceasta, că nu mai vedeam posibilitatea cum să facem mai departe. Și atunci, deodată, s-au deschis granițele. Jo, ja, uh -huh. und Daddy, der heute 86 ist, oder 87,

ja, und so hat sich aus dieser Arbeit, die hat sich dann nach der Grenzöffnung weiterentwickelt, indem immer mehr humanitäre Hilfe nach Rumänien, aber auch in andere Länder in Osten gefahren werden. Heute mit Sattelzügen. Und, literatur. und eben auch christliche Literaturkalender auf Anfrage. Mhm. Und nachdem, și cu ajutor umanitar și unde au fost întrebare de literatură, calendare și așa mai departe am adus și literatură creștină. La final ați fost bântuit de gânduri de sinucidere într-o perioadă a vieții. Ce sfat aveți pentru ascultătorii noștri care poate se luptă și ei cu astfel de gânduri? poate nu un sfat de genul du-te la biserică, vorbește cu un pastor. Ceva foarte practic. Deci un om care stă acasă și se gândește cum să se sinucidă are nevoie de, de ceva care să-l atingă. Ja, yeah, ich glaube, da kann no man kein pauschales Rezept Äh, weitergeben, weil die Situation die sehr unterschiedlich ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand, der sehr depressiv ist, sage, er soll aufstehen und was tun, äh, denke ich, äh, äh, de es de, si si Ich habe einfach in dieser Zeit erlebt, dass Gott mich gerufen hat, dass Gott mich gesucht hat, immer wieder aufgesucht hat. Und äh, ja, wo andere Leute sagen, das, was du erlebt hast, äh, äh, haben wir eigentlich alle erwartet, dass du... Dacă tu, în Am. Genau... Uh, Mai o clipă că vreau să traduc. Uh, în acest timp am făcut ex, uh, experiența că Dumnezeu m-a căutat, Dumnezeu a vorbit la mine și au venit oameni care au zis la mine, dar după experiențele care tu ai făcut în viața ta, ai trebuit să întoci spatele la Dumnezeu, să pleci de la Dumnezeu, dar tu faci chiar invers. Und genau das Gegenteil habe ich halt erlebt. Gott hat mich immer mehr und immer näher an sich gezogen, so dass, was ich eben sagte, aus diesem Kopfglauben eine Beziehung geworden ist. Und ich glaube, darauf kommt es auch Jesus an. Wenn man ähm, auch sich mal das Neue Testament anschaut, es geht Jesus immer um Beziehung zu Menschen. Și asta a fost experiența mea, din ceea ce eu am crezut cu capul meu, ce am știut că e adevărat în creștinismul, a devenit o credință de inima mea. Și eu pot să văd și în Biblia, Isus, totdeauna vrea asta, ca să venim într-o relație cu Dânsul, să, să trăim în această relație cu El și acolo se schimbă viața. Und was Gott auch getan hat, ist mir Menschen zur Seite zu stellen, die von sich ausgekommen sind, die ich nicht suchen musste oder wo ich hingehen musste und sage, bitte kannst du mir helfen oder zuhören, sondern sie sind auf mich zugekommen. Ganz im Sinne vom barmherzigen Samariter, wo ja auch nicht, wie wir heute, oder wie wir oft im, zumindest in Deutschland zumindest, äh, immer wieder fragen, wer ist mein Nächster, sondern eigentlich meint Jesus was ganz anderes, nämlich, wem kann ich Nächster sein? Ja? Uh, să der pasiv în in în aktive Rolle. Al doilea a fost că Dumnezeu a pus oameni lângă mine. A pus oameni lângă mine care au venit la mine, care m-au căutat acasă, unde nu eu trebuiam să mă duc la Dânci, ei au venit și ei erau uh, Samaritanul cel bun.

oamenii în astfel de situație, să nu, să nu, opriți cu viața, nu opriți cu relația cu Dumnezeu și nu opriți să trăiți cu, cu dumneavoastră, rămâneți în viață, rămâneți în relație cu Dumnezeu și în încrederea și în dumneavoastră. Ich denke, es gibt keine Situation, in die Wo Gott nicht größer ist. Eu cred că nu există nici o situație în viață în care un om poate să vină în care Dumnezeu nu este și mai mare. Die Situation kann noch so hoffnungslos aussehen, noch so aussichtslos aussehen, kein Ausweg daraus zu sehen. <laughs> Gott ist größer, Jesus ist größer und Jesus möchte mit jedem immer wieder neu einen Anfang machen. Dumnezeu este mai mare, Domnul Isus este mai mare și Domnul Isus dorește să facă cu fiecare om un nou început. Ich muss nur die zu Jesus suchen. Eu trebuie să caut numai relația la Domnul Isus. Man kann das vielleicht vergleichen mit einem Kind, der das an der Hand von Eltern geht.

de acum copilul prinde mâna părinților, așa trebuie și noi, numai să prindem mâna Domnului Isus. Und damit in Beziehung zu Jesus tritt und Jesus hilft einem wieder aufzustehen und weiterzugehen. Și atunci să stau în relația cu Domnul Isus și el mă ajută să mă ridic iarăși și să mă duc mai departe. Und mit Jesus hat man immer wieder und Jesus möchte immer wieder mit uns neu anfangen. Și Domnul Isus dorește Să iarăși, iarăși, cu noi. Auch wenn man es jetzt nicht versteht, aber so im, im Rückblick äh, sieht man, dass auch da hinter, hinter allem, was passiert, Gott steckt. Ja, da in Situation so dass Gott diese Situationen, in de, diese schlimmen Situationen, in der wir stecken können, benutzen kann, um aus uns den Wein zu machen. Den er, den menschen geben möchte. Și atunci poate Dumnezeu să folosească aceste situații grele în care noi suntem ca la un strugur care este presat în presă și prin Presarea, prin situația dificilă prin care merge, Dumnezeu poate face vinul cel bun pentru oamenii alături de noi care au nevoie de viața noastră care a trecut și prin aceste greutăți. Cu acest mesaj de încurajare, stimați ascultători, ne luăm la revedere. A fost împreună cu noi Helmut Graf, tradus de Renate. Am vorbit despre modul cum au adus Biblii în România în vremea comunismului și am vorbit despre speranță și încurajare. Sunt eu vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.